Ich werde heute einen Vortrag halten, meine sehr verehrten Damen und Herren, eben zum Thema Charles Darwin und die Lehre vom Intelligent Design. Denn die Wurzeln der heutigen Diskussion und der heutigen Kontroversen liegen im 19. Jahrhundert. Diese Diskussion brach auf mit dem Erscheinen von Charles Darwins Werk Origin of Species, und die Lehre vom Intelligent Design und den Begriff des Intelligent Design gab es bereits im 19. Jahrhundert. Das sogenannte Argument from Design, wie man auf Englisch sagt, ist ein ganz altes Argument, das in der Philosophie und in der Theologie unter dem Begriff teleologischer oder auch physikotheologischer Gottesbeweis bekannt ist. Und schon David Hume und Immanuel Kant haben sich mit der Möglichkeit eines solchen Beweises kritisch auseinandergesetzt. Dies ist die Person, mit der wir uns in diesem Jahr ganz besonders befassen, Charles Darwin. Es ist sein 200. Geburtstag im Februar gewesen. 1882 ist er gestorben in Down, südlich von London. Und hier haben wir das Werk, das ist das Titelblatt, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Dieses ist das Werk, was eingeschlagen ist wie eine Bombe 1859. Und was besonders interessant ist, worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte und worauf viele nicht so achten, sind diese beiden Zitate hier, die Epigraphe. Das eine ist ein Zitat von William Ewell aus seinem Bridgewater Treatise. Ich werde später darauf noch zurückkommen. Und das andere ist ein Zitat von Francis Bacon, The Advancement of Learning. Und in beiden Zitaten spielt Gott, spielt die Funktion Gottes auch in verschiedenen Rollen eine ganz wichtige Funktion. Darwins Werk ist am 24. November 1859 erschienen. Es wurden damals 1250 Exemplare verlegt und die Arbeit ist sofort am ersten Tag ausverkauft gewesen. Darwin selbst sagt, es ist zweifellos die wichtigste Arbeit meines Lebens. Diese wichtige Arbeit ist dann auch unmittelbar, also im November ist das Werk zum ersten Mal auf Englisch erschienen, ist unmittelbar dann ins Deutsche übersetzt worden, und zwar auf der Grundlage der zweiten englischen Auflage, die auch sofort 1860 erschienen ist. Und Sie sehen, ich hoffe, dass man es auch lesen kann, die Übersetzung lautet über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung oder Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampfe ums Dasein. Ja? Wir haben den englischen Titel On the Origin of Species. Der Übersetzer Bronn schreibt über die Entstehung der Arten im Tier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung. Und bei Darwin steht The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Bei Bronn die Erhaltung der vervollkommneten Rassen im Kampf ums Dasein. Bronn, Heinrich Georg Bronn, war ein sehr renommierter Paläontologe von der Universität Heidelberg. Er war der erste Übersetzer Darwins und der erste Übersetzer Darwins überhaupt. Das heißt, diese Übersetzung, die 1860 hier in Stuttgart erschienen ist, diesen Verlag gibt es noch, Schweizerbad, ist eine Übersetzung, die sozusagen auch Geschichte gemacht hat. Denn das, man muss sich vorstellen, im 19. Jahrhundert war die Wissenschaftssprache noch nicht Englisch. Ja, viele waren darauf angewiesen, um dieses Werk
wahrzunehmen, lesen zu können, auf Übersetzungen. Und Bronns Übersetzung hat einen ganz entscheidenden Einfluss gehabt in all den Ländern, wo Deutsch gelesen oder gesprochen wurde. Und 1862 erschien die französische Übersetzung, die auch ganz besonders wichtig war. Und ich sage das gleich zu Beginn, weil es ist mir sehr wichtig. Die Darwin-Rezeption ist, ich glaube, auf so einer Tagung wie dieser ist das ganz besonders wichtig, die Darwin-Rezeption ist zum Teil keine Rezeption von Darwin und seiner Theorie, sondern es ist eine Rezeption derjenigen, die Darwin popularisiert haben, selbst popularisiert haben, zum Teil auch auf der Übersetzung von Bronn, auf der Grundlage, und die dann auch ihre eigenen je spezifischen Interessen verbunden haben damit. Denn 1860, kaum war das erschienen, wurde das Werk sozusagen aufgesogen, es wurde flächendeckend rezipiert in allen möglichen Kontexten, auch in allen möglichen wissenschaftlichen Kontexten, aber auch philosophischen Kontexten. Und wenn wir heute über Darwinismus sprechen oder wenn der Darwinismus kritisiert wird, dann meint man häufig eigentlich nicht Darwinismus, sondern man meint Haeckelismus oder Vogtianismus oder Bücherianismus. Und man sollte sehr vorsichtig sein, und das habe ich gelernt durch meine intensive Beschäftigung mit Darwin und seinen Rezipienten, den Namen Darwin voreilig kritisch in den Mund zu nehmen. Das wollte ich nur am Anfang sagen. So. Darwin hat eine philosophische und wissenschaftliche Revolution ausgelöst mit seinem Buch. Es war eine Umwälzung in den Grundlagen des Denkens über bestimmte Fragen und außerdem, also einmal generell, wie das Verhältnis von Tier und Mensch, wo kommt der Mensch her, wo kommt die Natur her und so weiter, aber auch neue Forschungsprogramme initiiert. Also ich denke, wenn es damals schon die DFG gegeben hätte, die hätten, also die wären gar nicht nachgekommen mit den Förderungsmitteln. Ja, und die Entwicklung von Darwins revolutionärem Programm ist, kann man sagen, ist mehrspurig, sowohl seine Revolution als auch seine Rezeption, einmal in Bezug auf die Textquellen und auch in Bezug auf die Kontexte. Und man kann sozusagen sagen, es gibt einmal einen Vordergrund der Rezeption und dessen, was man wahrnehmen konnte, das sind die Publikationen Darwins zu dessen Lebzeiten und deren Übersetzungen. Und der Hintergrund, das ist der sehr umfangreiche Nachlass von Darwin. Darüber könnte man jetzt einen eigenen Vortrag halten. Die Autobiografie ist 1876 erschienen, von Darwin selbst verfasst. Sie wurde 1887 von seinem Sohn Francis gekürzt veröffentlicht, einige Passagen, auch die über die Religion zum Teil, sind der Familienzensur zum Opfer gefallen. Und 1958 von seiner Enkelin Nora Barlow ungekürzt veröffentlicht. Außerdem, das nenne ich jetzt ganz kurz, gibt es zahlreiche Notizbücher. Aus diesen Notizbüchern nenne ich auch jetzt wiederum nur eine Auswahl, einmal über den Artenwandel, das hat Darwin begonnen 1837, und die metaphysischen Notizbücher, also philosophische, metaphysische und theologische Gedanken, die er selbst auch als eben Notizbücher über Metaphysical Inquiries genannt hat. Er war er war interdisziplinär interessiert, philosophisch und theologisch, sehr sensibilisiert und es interessierte sich brennend für solche Grenzfragen. Das ist der Nachlass, da sind die Notizbücher auch veröffentlicht und es gibt einen Briefwechsel. Bisher sind 17 Bände dieser Dicke erschienen und es sollen insgesamt 30 werden. So, und nun, das sind jetzt sozusagen die Etappen, durch die ich Sie führe. Einmal kurz die Familie, dann die philosophischen, theologischen und wissenschaftlichen Wurzeln Darwins.
Drittens sein ursprüngliches Forschungsprogramm, und das kann man mit der Sprache der Philosophie oder Theologie bezeichnen als Darwins Suche nach den Zweitursachen, nach den Secondary Laws oder Secondary Causes, wie man im Englischen sagt. Seine revolutionäre Theorie, also dies war schon ziemlich revolutionär, ja? Ich komme gleich darauf zu sprechen, zu sagen, ja, wir möchten jetzt das Lebendige, die Entstehung des Lebendigen, der Arten, der Zweckmäßigkeit erklären durch Zweitursachen und nicht direkt auf den Schöpfergott zurückgreifen, ja, sondern Naturgesetze. Das war damals schon revolutionär. Aber dann kam eigentlich der Knüller, weil er der Auffassung war, dass man auch auf eine intelligente Erstursache verzichten könne zur Erklärung des Lebendigen, der Phänomene des Lebendigen. Und ich werde dann auch erste Reaktionen und Auseinandersetzungen präsentieren. Zur Vermeidung von Missverständnissen möchte ich aber jetzt schon sagen zu Punkt 4. Darwin hat nicht den Anspruch erhoben, das ist mir ganz wichtig, damit es nicht von Anfang an jetzt in eine falsche Schiene kommt. Er hat nicht gesagt, ja, weil ich das zweckmäßig im Lebendigen erklären kann, ohne Rückgriff auf Gott, ja, nur mit Hilfe der Theorie der natürlichen Selektion. Deswegen habe ich jetzt bewiesen, dass Gott nicht existiert. Das hat er nie gesagt. Ja? Er hat nicht den Anspruch erhoben, theologische oder metaphysische Fragen beantworten zu können, und er hat nicht den Anspruch erhoben, die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Es gab aber schon in der Rezeption eben Materialisten, Atheisten, die versucht haben, ihn auf diese Weise zu instrumentalisieren. Darwin hat sich aber nie dazu hinreißen lassen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit, solche Bekenntnisse zu machen. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass er es auch gar nicht wollte, aus seinem tiefsten Herzen, aus seiner tiefsten Überzeugung heraus, den Anspruch zu erheben, solche Fragen überhaupt mit unserem beschränkten Geist lösen zu können. So, Darwin ganz kurz, er wurde geboren als fünftes von sechs Kindern, die zwischen 1798 und 1810 geboren wurden. Seine Eltern sind Susanna Darwin, geborene Wedgwood, gewesen, die Mutter, die Tochter des berühmten Porzellanfabrikanten. Sie hat auch Pflanzen und Tauben gezüchtet und hat ihrem Sohn sehr viel auch von der Liebe zur lebendigen Natur vermittelt. Und der Vater war Robert Waring Darwin, ein sehr erfolgreicher und beliebter Arzt, der zu seinen Patienten und Patientinnen einen besonders guten Draht hatte. Man vertraute ihm alle möglichen Dinge an. Die Großväter sind auch ganz berühmt, wie gesagt, Josiah Wedgwood, der Keramikfabrikant, aber noch berühmter in der Wissenschaft, in der Wissenschaftsgeschichte, ist Erasmus Darwin. Erasmus Darwin war nicht nur ebenfalls ein beliebter Arzt, er war auch Poet und Autor von Lehrgedichten, und er hat vor Lamarck bereits, also Lamarcks Buch erschien ja 1809, also das wäre sozusagen eigentlich auch ein Jubiläum in diesem Jahr, er hat vor Lamarck bereits eine Evolutionstheorie entwickelt, also oder kurz angerissen, und beide waren Mitglieder der Royal Society of London. Sie haben gemeinsame humanitäre Ideale vertreten, eine kritische Einstellung gegenüber der Krone und der Amtskirche. Sie hatten eine liberale politische Einstellung, und worauf ich besonders aufmerksam machen möchte, sie empörten sich beide über die Sklaverei. Sie setzten sich dafür ein, für die Abschaffung der Sklaverei, für die amerikanische Unabhängigkeit vom Mutterland, aber sie hatten natürlich auch gemeinsame, kann man sich vorstellen, für einen Porzellanfabrikanten gemeinsame ökonomische Interessen an der aufblühenden Industrie in England. Man kann also sagen, dass es in dem Elternhaus schon von den Großvätern her, über die Großmütter würde ich gerne mehr sagen, aber es gibt nicht so viel
Literatur darüber, dass es da eine humanitäre Grundeinstellung gab, die man mit Howard Gruber als humanitäre Familienanschauung bezeichnen kann. Josiah Wedgwood war Unitarier, Damins Mutter war bekennende Unitarierin, das heißt also, man lehnte die Lehre der Dreieinigkeit, die Trinitätslehre ab, und Erasmus Darwin war vermutlich Deist, und dieser Einfluss ist sehr wahrscheinlich gekommen durch den Sohn des Aufklärungsphilosophen Reimarus, nämlich Albert Reimarus, den Erasmus Darwin beim Studium in Edinburgh kennengelernt hat. So, das ist die ganz kurz das Buch Zoonomia or the Laws of Organic Life. Da setzt er sich bereits ein für die Idee der Eigendynamik der Natur. Angeregt, das ist auch wiederum das Interessante, durch David Humes Dialoge über natürliche Religion, die ja eine kritische Auseinandersetzung mit der Naturtheologie und jetzt kann man schon sagen, mit dem Argument vom Intelligent Design beinhaltete. Das waren aber einzelne Personen, die sich kritisch damit auseinandersetzten, eben mit der Lehre vom Intelligent Design. Das allgemeine Bewusstsein war derart, dass man glaubte, damals noch, es war weit verbreitet, dass man glaubte, wie es in der Bibel steht, Gott hat die einzelnen Arten erschaffen, Gott ist die Erstursache und es gibt eine Konstanz der Arten. Die Arten der Lebewesen sind nicht wandelbar. Das war noch ziemlich weit verbreitet im 19. Jahrhundert. In der Astronomie und in der Physik war man schon weiter. Da hat man tatsächlich angenommen, dass es Naturgesetze gibt. Die nannte man auch sehr gerne damals Zweitursachen oder Sekundärgesetze. Diese Idee war weitgehend etabliert. Zweitursachen deswegen, weil auch die sehr angesehenen Wissenschaftler, die Professoren an den Universitäten, insbesondere in Cambridge, wo jeder Professor gleichzeitig auch Geistlicher sein musste, musste also seine Loyalität gegenüber der anglikanischen Kirche schwören, wo man eben noch angenommen hat, dass die Erstursache Gott ist und Gott hat Gesetze eingerichtet, um eben das Universum, die Naturprozesse zu lenken. Darwin wird, obwohl seine Mutter Unitarierin ist, in einer anglikanischen Kirche getauft. Er besucht zunächst die Unitarierschule in Shrewsbury, kommt dann ins Gymnasium in Shrewsbury und sein Vater schickt ihn 1825 zum Medizinstudium nach Edinburgh, an die Universität Edinburgh. Es war also eine Familientradition, eben Arzt, Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Aber Darwin hatte A, keinen Spaß an dem Studium, an den Vorlesungen. Er sagte, es war todlangweilig. Außerdem gab es noch keine Narkosemittel. Und als angehender Arzt musste er bei mehreren Operationen, auch bei Kindern, beiwohnen, die eben ohne Narkosemittel durchgeführt wurden. Er verließ jedes Mal den OP und er konnte das einfach nicht ertragen. Das war Jahrzehnte noch Albträume für ihn. Er hat aber zur selben Zeit neben dem Studium immer schon ein großes Interesse gehabt an der Naturgeschichte und an philosophischen, naturwissenschaftlichen Grenzfragen, wie wir heute sagen würden. Als sein Vater dann merkte, dass der Sohn nicht zügig Medizin studierte, eigentlich kaum, hat er ihn nach Cambridge geschickt und hat ihm ans Herz gelegt, doch da darauf hinzuarbeiten, dann Geistlicher zu werden. Das sei ja ein sehr angesehener Beruf. Und Darwin hat sich überlegt, ob er das eigentlich könne, ob er so sehr auf den Glaubensbekenntnissen der anglikanischen Kirche stehe, und hat den Ratschlag angenommen, ist nach Cambridge gegangen und hat dort er hat dort den Meereszoologen Edward Grant kennengelernt, der ein wichtiger Mentor für ihn war. Er hat überlegt,
kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Er konnte es, er hegte noch keinen Zweifel an der wörtlichen Wahrheit der Bibel und hat dann in Cambridge zunächst einmal den allgemeinen Bachelor of Arts gemacht, also ein Bachelor of Arts Studium absolviert. Und das war sozusagen die Vorstufe zu einem das kurzen Theologiestudium, was gefolgt wäre, um dann Pfarrer werden zu können. Und innerhalb dieses Bachelor of Arts Studium hat er sich auch sehr intensiv mit dem naturtheologischen Programm auseinandergesetzt. Die Naturtheologie bestand darin, einen Beweis von Gottes Weisheit, Allmacht und Güte durch das minutiöse Detailstudium seiner Geschöpfung anzutreten. Das war Naturtheologie. Und es gab seit dem Beginn, also Newton war im Grunde genommen auch ein Naturtheologe, in gewisser Weise war Bacon ein Naturtheologe, es gab eine ganz enge Verbindung zwischen der Naturwissenschaft und der Naturtheologie. Ja, die meisten oder ganz viele, sag ich mal, Naturwissenschaftler waren zugleich Naturtheologen, die glaubten, sie könnten eben durch dieses intensive Studium der Natur auch Gott beweisen, Gott aufspüren, nachspüren in seiner großartigen Schöpfung. Der wichtigste Vertreter war William Paley zur damaligen Zeit. Dieses Foto habe ich dem Internet entnommen, ich habe es nicht persönlich gemacht, mit seinen Werken Views of Evidences of Christianity und vor allen Dingen Natural Theology or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature. Und hier haben wir das Argument from Design, das habe ich jetzt mal übersetzt. Es kann kein Design ohne einen Designer, Erfindung ohne einen Erfinder, Ordnung ohne Wahl, Organisation ohne etwas, was zur Organisation fähig ist, Dienlichkeit und Zweckbezogenheit ohne etwas, das einen Zweck beabsichtigen könnte, zweckdienliche und zweckerfüllende Mittel ohne Zwecküberlegung oder Mittelanpassung geben. Das kann es alles nicht geben. Die Anzeichen für Design sind zu stark, um übergangen zu werden zu können. Design muss einen Designer gehabt haben, dieser Designer muss eine Person gewesen sein und diese Person ist Gott. Das Modell war die Uhr, aber selbstverständlich hat man angenommen, dass Gott seine Hand überall im Spiel hat, also bei den Organismen am augenscheinlichsten, wo eben die Zweckmäßigkeit so ins Auge springt. Das ist der Englische, das habe ich einfach so. Und Darwin ist ganz überzeugt gewesen und begeistert gewesen von Paleys Argumentationsketten, wie er schreibt in seiner Autobiografie. Das hat ihn ebenso begeistert wie die Werke von Euklid. Er hatte neben seinem Bachelorstudium ein großes eben Interesse auch an Naturgeschichte, Botanik, Zoologie, Geologie. Und er hat freiwillig, also neben diesem geisteswissenschaftlichen Studium, auch andere Veranstaltungen in der Naturgeschichte, in der Naturkunde besucht, zum Beispiel bei John Stevens Henslow. Wir haben ihn hier, ein berühmter Botanikprofessor und Geistlicher, ich stelle sie Ihnen ganz kurz vor, der Geologe und Geistlicher Sedgwick, der Mathematiker, Historiker, Geistliche William Yule, den ich eben schon genannt habe, von dem das Epigraph stammt. Yule hat 1833 im Rahmen der sogenannten Bridgewater Treatise ein Werk verfasst mit dem Titel On Astronomy and General Physics Considered with Reference to Natural Theology. Und das ist hier auch in Stuttgart erschienen, in der Übersetzung die Sternenwelt als Zeugnis für die Herrlichkeit des Schöpfers. Wir sehen also schon, die Übersetzung weicht da etwas ab. Und die Bridgewater Treatise, die sind zurückgegangen auf den 8. Earl of Bridgewater, der Royal Society 8000 Pfund vermacht hat, mit der Bitte, Wissenschaftler auszusuchen, einen oder mehrere, die auf der Grundlage ihrer Naturwissenschaft, Astronomie oder Anatomie und so weiter, eben Gottes Allmacht, Weisheit und Güte in seinen Geschöpfen beweisen sollten und demonstrieren sollten.
William Jewell ist bekannt als den Philosophinnen und Philosophen unter ihnen als Wissenschaftsphilosoph, History of the Inductive Sciences und Philosophy of the Inductive Sciences. Dann ein wichtiger Einfluss war auch der Astronom und Wissenschaftsphilosoph Herschel. Er hat ein Werk geschrieben, A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, man kann sagen, eine Einführung in die Wissenschaftsphilosophie, würden wir heute sagen. Und dieses Buch und ebenfalls Alexander von Humboldts Reisebeschreibungen haben Darwin unglaublich beeindruckt. Also er war immer sehr begeistert und begeisterbar von bestimmten Werken. Als er Humboldt las, hat er gleich einen Brief nach Hause geschrieben und geschrieben, ich bin so begeistert von den Naturdarstellungen, dass ich nicht still sitzen kann. Ihr müsst das alle mal lesen und so weiter. So, dann Charles Lyell, ein Geologe, der auch eine Revolution in der Geologie bewirkt hat. Er hat die damals dominante Katastrophentheorie abgelöst durch seinen Aktualismus und hat also angenommen, dass Erdformationen und so weiter, Gebirge und dies alles jetzt nicht entsteht durch Katastrophen, die von Zeit zu Zeit immer wieder passieren, wie die Sintflut oder so, sondern dass das nach und nach Prozesse sind, die graduell passieren. Und damit hat er eben auch eine geologische Grundlage und einen geologischen Rahmen geschaffen für die Möglichkeit einer Evolutionstheorie. Denn wenn man annimmt, es wird alles immer wieder durch Katastrophen zerstört, dann gibt es diese Kontinuität auch nicht, die man braucht für die Idee einer Evolution. So, Darwin hat jetzt das Bachelorstudium abgeschlossen, danach noch 2 Trimester Geologie studiert und bekam dann die Einladung zur Teilnahme an der berühmten Beagle-Expedition als unbezahlter Naturforscher, die hat er angenommen. Das ist die Beagle. Und ich muss das abkürzen, sie führte also über diese Stationen, Sie sehen auch Kapverdische Inseln an Südamerika und die Inselgruppen, Falkland, Feuerland, Galapagos, sehr wichtig, auch über Australien, Brasilien und dann wieder zurück. Und nach dieser Reise, auf dieser Fahrt, wird Darwin, kommt er von der Idee allmählich ab, Pfarrer zu werden. Er wird Privatgelehrter. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es ein bewusster Entschluss war, sondern es hat sich allmählich so entwickelt. Und denn auf dieser Reise hat sich für Darwin ein neuer Forschungsgegenstand konstituiert. Darwin hat auf dieser Reise so viele Erfahrungen und Beobachtungen gemacht, dass die Entstehung der Arten für ihn zu einem wissenschaftlichen Problem wurde. Bisher war das einfach vorausgesetzt worden, Gott hat die Arten erschaffen, wie es in der Bibel steht. Aber auf dieser Reise und durch diese Reise hat sich bei ihm sozusagen ein theoretischer Gestaltwandel angebahnt. Es wurden so viele Fragen gestellt, Fragen aufgeworfen, dass er die Artentstehung überhaupt, die Existenz von Arten, als ein Problem betrachtete. Er hat seine Exponate und so weiter, Präparate auch der Zoological Society zur Verfügung gestellt, die aber nur unter der Bedingung, dass sie auch taxonomisch einordneten und bestimmten und so weiter. Und hatte im Grunde genommen auch durch seinen Reisebericht schon ein Scientific Standing in der Scientific Community vor dem großen Werk von 1859. Da hat er kurz gelebt. Das ist in Cambridge, da sehen Sie hier die Plakette von 36 bis 37. Dann ist er nach London gezogen, hat seine Cousine Emma Wedgwood geheiratet, Cousine ersten Grades, und ist dann mit ihr nach Down gezogen, wo die beiden 40 Jahre lang gelebt haben. Und sie hatten 10 Kinder, 7 haben sie überlebt. Das ist Emma, die wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es war eine ganz rührende Frau, die sich sehr, auch während seiner langen Krankheiten, immer rührend um ihn gekümmert hat. Das ist der berühmte Sandweg hier.
auf dem Darwin spazieren ging und seine Überlegungen anstellte, und das ist das Downhouse, allerdings von vor 10 Jahren. Es sah früher etwas anders aus. Das ist die Kirche, wo Darwin eigentlich dann beerdigt werden, beigesetzt werden sollte, auf diesem Friedhof. Aber hat er inzwischen so ein hohes Ansehen errungen unter den etablierten und renommierten Naturwissenschaftlern, und er hat in seiner Pfarrgemeinde wichtige Funktionen übernommen. Er war im Grunde genommen bekannt in aller Welt, auch durch sein wissenschaftliches Netzwerk, dass er ein Staatsbegräbnis bekommen hat in der Westminster Abbey. Ja, also er ist in der Westminster Abbey neben, das ist sein Grab, das ist eigentlich der Grabstein, der ist sehr bescheiden, wie wir sehen, neben Newton, der ein Monument bekommen hat. Und sein Grab befindet sich in unmittelbarer Nähe von Newtons und Herschels Grab. Als ich vor 10 Jahren dort in der Westminster Abbey war und einmal nachgefragt habe, warum dieses Grab, denn der Grabstein auch so bescheiden ist, hat man mir gesagt, I am surprised about your question. Most people ask me, why is he buried here at all? Es sind die Kreationisten, die aus Amerika kommen und sich wundern und darüber beschweren häufig, ja, dass in der Westminster Abbey, ja, so ein Ketzer liegt, der also die Bibel in Frage gestellt hat und Furore gemacht hat. So. Der Tenor der Predigten und Zeitungsberichte war, dass es keinen Konflikt gibt zwischen Darwins Theorie und der Religion. Das hörte man in vielen Predigten und es wurde auch dann publiziert, dass die wahren Christen die Hauptfakten der Evolution ebenso annehmen können, wie sie die der Geologie und Astronomie akzeptieren, und dass der englischen Wissenschaft durch Darwins Werk hohes Ansehen verliehen worden sei. So, was ist jetzt der Kern der Darwinschen Revolution? Es ist die Erklärung der Entstehung von Arten und Anpassungen, das heißt von Zweckmäßigkeit im Lebendigen, ohne Voraussetzung eines intelligenten Schöpfers, der Arten und Zweckmäßigkeit erschafft. Das ist die Revolution. Aber diese Revolution vollzieht sich in mehreren Schritten. In diesen Schritten, im Laufe dieser Schritte, radikalisiert sich die Position von Darwin. Zunächst einmal hatte er das Forschungsprogramm zu zeigen, und beziehungsweise hatte Zweifel an der Idee der göttlichen Schöpfung jeder einzelnen Art, so wie es in der Bibel steht. Er hatte Zweifel an den Zeitangaben in der Bibel. Und er wollte dann Naturgesetze suchen, oder wie man damals auch noch sagte, Secondary Laws oder Zweitursachen der Artentstehung. Und das spielte sich zunächst ab in einem naturtheologischen Programm, wonach man konnte sich also vorstellen, so wie Gott das Gravitationsgesetz geschaffen hat oder die Planetengesetze, so hat er Gesetze der Artentstehung geschaffen. Diese Idee mit den Erst- und Zweitursachen geht auf die Antike zurück, war aber auch in der mittelalterlichen Philosophie weit verbreitet bis ins 19. Jahrhundert hinein. Gott ist die Erstursache und Finalursache, und die Zweitursachen sind die Naturgesetze. Und die Hauptgründe für Darwins Zweifel waren nun einmal die Beobachtungen und Erfahrungen während der Weltreise, dann gab es wissenschaftshistorische und wissenschaftstheoretische Gründe und die Gottesvorstellung, die mit der Idee des Spezialkreationismus. Es gab bestimmte Entdeckungen in Südamerika. Er hat Fossilien gefunden, von riesige Fossilien von bestimmten Tieren, und hat dann kleinere Tiere, ja, nach demselben Bauplan gefunden, lebende Tiere, und hat dann angenommen, die sind irgendwie miteinander verwandt, es gab da einen Artenwandel. Dasselbe galt für die existierenden Tiere in Südamerika. Dann die Galapagos-Inseln waren ein wesentliches Erlebnis für ihn, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Und all dies führte dazu, dass er die Frage stellte,
ja, wie hat, ist es jetzt mit diesem Mystery of Mysteries, also die Entstehung neuer Arten, wirft all das Licht auf die Entstehung neuer Arten? Wie müsste so eine neue Theorie aussehen? Und er meinte, dass man das alles, diese Phänomene, die er da gesehen hat, am besten erklären kann, indem man annimmt, dass Gott nicht die alle Arten am Anfang erschaffen hat, ja, in seinem Sechstagewerk, sondern dass die Arten im Laufe der von vielen Millionen Jahren durch Artenwandel entstanden sind. Das zweite, wissenschaftshistorische und theoretische Argumente, da meinte er eben, man müsse der Biologie den Anschluss an die übrigen Naturwissenschaften verschaffen. Doch nimmt ja keiner mehr an, dass Gott irgendwie durch seinen Willen einzelne Planeten bewegt, sondern es gibt Gesetze. Er hat die Gesetze gemacht und dadurch bewegt sich alles. Ja. Auch eben in der unbelebten Natur. Und Darwin wollte jetzt eben etwas Analoges finden für die Biologie. Das war das ursprüngliche Programm. Er hat sich da auch orientiert an der Wissenschaftsphilosophie von Herschel, der eben gesagt hat, Wissenschaft besteht darin, wahre Ursachen im Sinne Newtons aufzuspüren. Und der für Darwin, das hat er schon sehr früh in seinen Notizbüchern geschrieben, besteht der Vorteil von Naturgesetzen eben darin, dass wir mit Hilfe von Naturgesetzen erklären können, Voraussagen machen können und unser Wissen systematisieren können. Das Wissen in den verschiedenen Bereichen, in der Morphologie, in der Embryologie und so weiter, Paläontologie, im Rahmen einer Theorie müsste sich das doch alles zusammenfügen lassen, integrieren lassen. Das heißt also, diese Systematisierungsleistung, die hoffte er von dieser Theorie. Und er schrieb dann auch in seinem Notizbuch, dass der Rückgriff auf den Willen Gottes das nicht ermöglicht. Wir können eigentlich, wenn wir einfach auf den Willen Gottes zurückgreifen, können wir das nicht, weil wir den Willen Gottes nicht kennen. Wir müssen die Natur beobachten. Und aufgrund von Beobachtung und aufgrund von Schlüssen, auch Analogieschlüssen, dann eine Theorie konzipieren. Das Sparsamkeitsprinzip war wichtig, nicht mehr Entitäten oder Annahmen zur Erklärung von etwas vorauszusetzen, als nötig ist. Und das sagte ich schon, Erklärungskraft und integrative Leistung. Beispielsweise Hermann von Helmholtz sagte, dass eben durch Darwins Theorie diese Wunderlichkeiten, die vielen rätselhaften Wunderlichkeiten, die durch die separaten Wissensbereiche noch existiert hatten, in einen Zusammenhang gebracht wurden. Man konnte jetzt erklären, wie das eigentlich kommt, dass die Baupläne so vieler Organismen ähnlich sind oder gleich sind. Ja, dass die Embryonen von ganz verschiedenen Klassen von Tieren ähnlich sind und so weiter. Dann, ganz wichtig war für Darwin, das sollte man gar nicht unterschätzen, die Gottesvorstellung. Er meinte, dass die mit der Konstanz der Arten, die Idee der Konstanz der Arten verbundene Gottesvorstellung viel zu simpel ist und Gottes nicht würdig ist. Das ist so eine menschliche Vorstellung. Ja, wir übertragen auf Gott die Vorstellungen von uns Menschen, wie wir handeln, unser Handeln, ja, in einzelnen Schritten handeln, aber das ist Gottes nicht würdig, meinte er, es sei Gottes würdiger anzunehmen, dass er der Schöpfer raffinierter Gesetze ist. Und das muss auch für die belebte Natur gelten, also Darwin wollte sozusagen die Gesetze des Lebens, die Entwicklungsgesetze herausfinden und meinte Gott, so das war der Anfang, hat diese Entwicklungsgesetze gemacht. Wir sehen hier, wo er in seinem Notizbuch schreibt, miserable limited view. Also in dem Notizbuch, dass die Notizbücher, die waren eben ja nicht bestimmt für das, was wir jetzt hier machen, ja, öffentlich zugänglich zu sein, sondern das waren seine Notizen für die Publikationen, alles, was ihm so in den Sinn kam. Nicht? Ich weiß gar nicht, was er jetzt sagen würde, wenn er wüsste, dass wir das, aber vielleicht sagen wir, naja, jetzt ist so lange vorbei.
es macht auch nichts mehr. Oder er würde sagen, inzwischen gibt es so strenge wissenschaftsethische Prinzipien und so weiter und Datenschutz und so, vielleicht verstoßen wir jetzt alle dagegen. Aber dies dahingestellt, Darwin fragt, ob wir irgendein Recht zu der Annahme haben, dass der Schöpfer durch intellektuelle Fähigkeiten wirkt, die denen des Menschen vergleichbar sind. Ne? Dürfen wir nicht annehmen, dass ein lebendes optisches Instrument, das ist das Auge, auf diese Weise geformt werden könnte, dass einem Instrument aus Glas überlegen ist, so wie die Werke des Schöpfers denen des Menschen überlegen sind. Der Unterschied zur Naturtheologie bei Darwin, das alles ist ja noch ein naturtheologisches Programm, besteht aber darin, dass Darwins Zielsetzung es nicht ist, jetzt einen Gottesbeweis zu führen, ja, wie zum Beispiel in dem Bridgewater Treatise. Das interessierte ihn nicht, er wollte die Naturgesetze des Lebendigen herausfinden. Und der Unterschied zum Materialismus, wie ich eben schon sagte, ist es nicht, letzte metaphysisch-theologische Fragen zu behandeln oder gar die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Vielmehr soll die Biologie den Anschluss an das wissenschaftliche Niveau anderer Naturwissenschaften erreichen. Und da spielte auch ein Brief von Sir John Herschel an Lyell eine große Rolle. Herschel hat Lyell geschrieben, dass er sein Werk, die Prinzipien der Geologie, bewundere und hat in diesem Brief auch vom Mystery of Mysteries gesprochen, dem Ersatz ausgestorbener Arten durch andere. Und meinte auch, dass die bisherige Annahme, unser bisheriges Verständnis vom Schöpfer unangemessen sei, nämlich es als selbstverständlich anzunehmen, dass sich seine Kombinationen auf irgendeinem der Schauplätze ihrer früheren Existenz erschöpft haben. Das heißt, er meinte, dass man in Analogie, wie man es in anderen Wissenschaften eben macht, annehmen solle und müsse, dass Gott durch Zwischenursachen wirkt, also Intermediate Causes. Und wenn wir das annehmen, dann ist die Erschaffung neuer Arten eben ein natürlicher Prozess und kein übernatürlicher Prozess mehr. Oder miraculous müsste es da heißen. Dann müssen wir auch zu einem anderen Zeitbegriff kommen. Er meinte, dass die Zeit, die notwendig ist, um überhaupt die vielen verschiedenen Sprachen erklären zu können, ja, für diese Zeit seien die 6000 Jahre, die damals so als Annahme weit verbreitet waren, viel zu wenig. Und man müsse viele 100 Millionen Jahre annehmen. Darwin hat das gelesen und war begeistert, hurra, Zwischenursachen. So, er steht in der Baconschen Tradition, er hat ja dieses Zitat von Bacon vorne auf Origin of Species, Bacon und Isaac Newton waren die Paradigmen der wissenschaftlichen Methodologie. Bacon hat angenommen, dass man zwischen den Naturwissenschaften und der Philosophie bzw. Theologie eine Arbeitsteilung vornehmen müsse. In der Naturwissenschaft hat der Begriff der Zweckursache und die Idee der Zweckursache und Finalursachen gar nichts zu suchen. Ja, wir müssen die Natur nach Wirkursachen erklären. Aber Zweckursachen sind dennoch sinnvoll, sie sind nicht unsinnig, wir brauchen nicht darauf zu verzichten. Die gehören in den Bereich der Philosophie nach Francis Bacon. Frucht Darwins Forschungsprogramm war also die Suche der vera causa, der wahren Ursache der Artentstehung. So, und jetzt können wir bei der Naturtheologie, unterscheide ich bei der Naturtheologie einmal zwei Varianten. Das ist einmal die Handlungsvariante und einmal die Gesetzesvariante. Die Handlungsvariante würde besagen, dass Gott durch seinen jeweils einzelnen Willen oder durch einzelne Handlungen in der Welt etwas bewirkt. Das würde bedeuten, dass er am Himmel sitzt oder sich die Gestirne oder die Planeten anschaut und jetzt will, dass die sich bewegen oder dass er einzelne Arten schafft. Das wäre jetzt die Handlungsvariante der Naturtheologie. Und die Gesetzesvariante würde bedeuten, dass Gott Gesetze erschaffen hat, wodurch diese Naturprozesse stattfinden oder Arten entstehen. Und jetzt haben wir wieder die Epigraphe von William Yule und Francis Bacon, noch einmal hier, wir haben hier einmal On Astronomy and General Physics,
William Jewell schreibt hier, in Bezug auf die materielle Welt können wir zumindest so weit gehen, wir können verstehen, dass Ereignisse nicht durch isolierte Eingriffe der göttlichen Macht hervorgebracht werden, die in jedem einzelnen Fall ausgeübt wird, sondern durch die Einrichtung allgemeiner Gesetze. Das schreibt er hier und Darwin hat das hier zitiert. Und hier haben wir das Zitat von Bacon, um abzuschließen, ja, niemand soll aus einem schwachen Dünkel der Besonnenheit oder falsch verstandener Bescheidenheit denken oder behaupten, dass jemand im Buch von Gottes Wort oder im Buch von Gottes Werken zu weit forschen oder zu gut unterrichtet sein kann in Theologie oder Philosophie. Vielmehr soll der Mensch einen endlosen Fortschritt oder Fähigkeit in beidem anstreben. Und er sagt auch in dem Kontext, dass die Naturerforschung nicht zum Atheismus führt, sondern den Menschen zur Religion. Am Ende seines Werkes, so endet das Werk von Darwin, es ist wahrlich etwas Erhabenes um die Auffassung, dass der Schöpfer den Keim alles Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat. Und das, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Das steht, der Schöpfer ist in der zweiten Auflage hineingefügt worden. In der ersten Auflage war nur davon die Rede, dass der Keim des Lebens eingehaucht wurde. So, und jetzt kann man fragen, versteht Darwin dieses Werk Origin of Species als Ausführung eines naturtheologischen Programms? Das könnte man jetzt annehmen, hat Gott Naturgesetze eingerichtet. Ich will ganz kurz die Theorie vorstellen. Er selbst nennt sie Theory of Descent, Abstammungstheorie mit Modifikation durch Variation und natürliche Selektion. Es gibt verschiedene Theoreme, einmal das Abstammungstheorem, dann der Gradualismus, dass Arten auseinander kontinuierlich entstanden sind, also wir haben hier das Kontinuitätsprinzip. Wichtig ist die natürliche Selektion, dann die Vervielfältigung der Arten, das heißt aus einer Stammart können mehrere Arten werden, also Vorgänger des Menschen und des Affen gab es und daraus wurden dann einmal die Linie der Affen, also der anderen Menschen, Affen und des Menschen und den Struggle for Life. Ich muss das jetzt leider abkürzen, Darwin geht aber davon aus, dass es eine Analogie gibt zwischen der künstlichen Selektion, also das, was Züchter tun, wenn sie Tiere züchten oder Pflanzen züchten, und der natürlichen Selektion. Wir haben in beiden Fällen individuelle Varianten und im einen Fall sucht der Züchter diejenigen aus, die für seine Zwecke nützlich sind, um neue Rassen anzuzüchten, und im anderen Fall ist es so, dass diejenigen, deren die ausgestattet sind mit für ihre Umwelt günstigen Merkmalen, statistisch betrachtet, sich erfolgreicher vermehren als die übrigen, sodass sich auch die Merkmale durchsetzen. Diese Idee, also die Bewährung in den unterbestimmten Lebensbedingungen, das nennt er Struggle for Life. Im Deutschen wurde das als Kampf ums Dasein übersetzt, direkt, sehr martialisch. Und diese Idee hat er aus dem Bevölkerungsgesetz von Malthus. Darwin spricht auf jeden Fall davon, dass er den Begriff Struggle for Existence im metaphorischen Sinne verwendet. Ja? Es muss nicht in jedem Fall ein Kampf sein zwischen den Organismen. Es kann auch ein Ringen sein um die Existenz unter sehr ungünstigen äußerlichen Naturbedingungen, eine Dürreperiode oder jemand, der schiffbrüchig ist und so. Das wird alles als Struggle for Existence bezeichnet. Und dieser Struggle for Existence ist situationsspezifisch zu deuten, ja, einmal im Sinne von, kann es Wettbewerb von zwei Organismen um dieselbe Nahrungsquelle sein, aber auch Ringen mit den Naturmächten und unterschiedliche Bewältigungsstrategien,
Die Kooperation ist für ihn mindestens ebenso wichtig wie der Wettbewerb. So, was hier wichtig ist, ist die Idee jetzt des Zufalls. Und das ist jetzt eigentlich das Revolutionäre. Zufall nicht im Sinne der Gesetzlosigkeit, sondern Zufall der Variationen im Hinblick auf ihren späteren Gebrauch oder ihren Zweck. Darwin sagt, die Varianten erweisen sich unter den jeweiligen Existenzbedingungen als zweckmäßig, unter dem Selektionsdruck als zweckmäßig. Es ist, wir können nicht davon ausgehen jetzt, oder ich gehe jetzt nicht davon aus, in meiner naturwissenschaftlichen Erklärung, dass da jemand ist, der Organismen ausstattet mit bestimmten Merkmalen, die dann günstig sind unter ihren Umweltbedingungen, sondern das erweist sich sozusagen als günstig im Struggle for Life. Und Darwin sagt ausdrücklich, dass er mit dem Dogma der separaten Schöpfung jeder einzelnen Art brechen wolle. Das hier ist die deutsche Ausgabe. Überall da, wo Sie ein kleines Zettelchen sehen, setzt er sich mit dem Spezialkreationismus auseinander, sodass man also auch denken konnte, das ist das eigentliche Ziel seiner Kritik. Darwins Revolution besteht nun darin, dass er zeigt, dass eine intelligente Erstursache zur biologischen Erklärung von Art- und Anpassungsentstehung verzichtbar ist. Das heißt, wir brauchen nicht darauf zurückgreifen. Darwin sagt nicht, es gibt keinen Gott, sondern für eine naturwissenschaftliche Erklärung brauchen wir diese Hypothese nicht. Die ursprüngliche Idee war eben, Gott schafft Arten und Anpassungen durch Naturgesetze. Naturgesetze sind Vorschriften Gottes für die Natur. Und das revolutionäre Ergebnis ist, die Entstehung von Arten und Anpassungen, das heißt die Zweckmäßigkeit, lässt sich nach blinden Naturgesetzen erklären. Wir benötigen nicht die Annahme Gottes als Schöpfer und Regenten der Welt. Das ist aber aus Origin of Species nicht direkt ablesbar. Es ist ablesbar aus der Korrespondenz mit den Zeitgenossen im Anschluss an die Publikation und die Autobiografie. Es gibt aber Hinweise, manche Formulierungen, die so sind, dass man annehmen konnte, dass Darwin eigentlich noch einen Schöpfer annahm für seine Theorie, was aber, wie er in der Korrespondenz zeigt, nicht der Fall ist. Wenn ich die Organismen nicht als Sonderschöpfungen, sondern als unmittelbare Nachkommen weniger Wesen betrachte, die schon lebten, als ehe die erste kambrische Schicht sich gebildet hatte, so scheinen sie mir dadurch veredelt zu sein. Er will da sagen, die Idee, dass Gott Naturgesetze geschaffen hat, durch die Arten entstehen, ist keine Schmähung des Menschen. Ja, das tut der Würde des Menschen keinen Abbruch, ja, sondern ist eher eine Veredelung. Und er sieht eben den Vorteil seiner Sichtweise eben vor allen Dingen im wissenschaftstheoretischen Bereich, besser Fakten anordnen, neue Forschungswege aufspüren, als auf der Grundlage der Schöpfungslehre, womit er den Spezialkreationismus meint. Nun gab es einen Konflikt zwischen Darwins Theorie und der Naturtheologie, wie Sie sich vorstellen können. Und es gab dann einige, auch Darwins Freunde, die ihn hinterfragt haben, kritisiert haben. Beispielsweise Sir John Herschel, das war besonders hart für ihn, weil er dieses Buch so wunderbar fand, die Wissenschaftstheorie, und dachte, er hatte nach den wissenschaftstheoretischen Grundprinzipien von Herschel sein Buch geschrieben. Herschel war derjenige, der angenommen hat, es muss doch Zwischenursachen gehen für die Erklärung der Entstehung der Arten. Und nun sagt er, der Herschel hat also erstens mal das Gesetz als Gesetz von Kraut und Rüben genannt.
Und schreibt dann in seiner physikalischen Geografie, wir glauben nicht, dass er Darwin die Notwendigkeit einer solch intelligenten Lenkung zu leugnen beabsichtigt. Aber soweit wir sehen können, geht sie nicht in seine Gesetzesformel ein. Also das Gesetz, seine Theorie, Theory of Descent with Modification to Variation and Natural Selection, beinhaltet nicht die Idee einer intelligenten Lenkung. Ja, da ist nichts von die Rede. Und ohne sie können wir nicht verstehen, wie das Gesetz zu solchen Resultaten geführt haben kann. Dann gab es den amerikanischen Botaniker und Naturtheologen Arthur Gray, der hat versucht, die Idee der natürlichen Selektion zu versöhnen in Amerika und auch zu popularisieren mit der Naturtheologie. Und hier 1860 schon, Natural Selection not inconsistent with natural theology. Er hat aber Darwin empfohlen, angesichts der völligen Unkenntnis der physikalischen Ursache der Variation eine Gerichtetkeit anzunehmen, auf bestimmten von Gott geplanten wohltätigen Gleisen. Das hat Darwin aber abgelehnt. Ist die Stelle, auf die der Regentropfen fällt, ein spezielles Ziel Gottes, fragt er. Und was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, Gott hat ein intelligent Design gemacht? Hat der intelligente Urheber jedes Detail eines Organs geplant? Möchten nicht Kritiker behaupten, dass Gott die Form von Darwins Nase geplant hat? Und jetzt kommt ein entscheidendes Problem für Darwin, auch das Theodizee-Problem. Wie lässt sich die Annahme eines allgütigen, allweisen und allmächtigen Gottes mit der Existenz des Leidens in der Welt vereinbaren? Und er führt da zahlreiche Beispiele an. Also hat ein wohlwollender und allmächtiger Gott absichtlich Lebewesen erschaffen, die auf Kosten anderer existieren? Es gibt eine unendliche Verschwendung von Eiern, von Pollen, von Lebewesen. Und das alles, sagt er, kann man mit der Theorie des Artenwandels, einschließlich der Idee der natürlichen Selektion, viel besser erklären, als unter der Annahme, unter der Voraussetzung, dass es einen allweisen, allgütigen und allmächtigen Gott gibt. Und ich möchte ganz kurz aus seinem Entwurf von 1844 vorlesen. Es ist herabwürdigend, dass der Schöpfer unzähliger Universen durch individuelle Akte seines Willens die unzähligen kriechenden Parasiten und Würmer erschaffen haben sollte, die seit der frühesten Dämmerung des Lebens auf dem Land und in den Tiefen des Ozeans wimmeln. Wir sind nicht mehr erstaunt, dass eine Gruppe von Tieren geformt werden sollte, ihre Eier in die Eingeweide und das Fleisch anderer empfindungsfähiger Wesen zu legen, dass einige Tiere durch die Grausamkeit anderer leben sollten und sich daran erfreuen, dass Tiere durch falsche Instinkte irregeleitet werden und so weiter. Denn wir sehen in all dem die unvermeidbaren Konsequenzen eines einzigen großen Gesetzes der Vermehrung von Lebewesen, die nicht als unveränderbare Wesen erschaffen wurden. In einem Brief an Herschel, und jetzt haben wir also den Begriff Intelligent Design hier, the point which you raise on intelligent design has perplexed me beyond measure. Wir können also nicht auf das Universum gucken, oder one cannot look at this universe with all living productions and men without believing that all has been intelligently designed. Yet when I look to each individual organism, I can see no evidence for this. Und so schreibt er, er neige dazu. Aber ich glaube, das ist ein Zugeständnis an seine Freunde, alles als Resultat geplanter Gesetze zu sehen, wobei die Ausarbeitung Details, ob gut oder schlecht, dem Zufall überlassen sei. Ja, das heißt, die Details, das sind die Variationen, die individuellen Merkmale, die sind zufällig, die hat Gott nicht geplant. Und er schreibt dann auch in seiner Autobiografie, dass man im Grunde genommen das Paley's Argument from Design seine Kraft eingebüßt hat. Es wird ausgehebelt. In der Variabilität organischer Wesen und im Vorgang natürlicher Selektion scheint uns nicht mehr Planung zu stecken als in der Richtung, aus der der Wind bläst.
Seine Frage ist die, ob Gott Gesetze erschaffen hat. Wir hören ja, will er, dass die Katze mit der Maus spielt und so, nicht? Diese grausame Natur. Hat Gott Gesetze erschaffen, die grausame Wirkungen haben? Und wenn man das jetzt annehmen würde, muss man ja fragen, ist er machtlos? Ist er kurzsichtig? Ist er bösartig? Das sind jetzt meine Fragen, meine. Darwin ist hier in einem Dilemma, in einem religiösen und theologischen Dilemma. Ja, das ist dieser, der dritte Grund für seine Theorie. Und die Hörner sind, entweder Gott hat deterministische Gesetze erschaffen, dann hat er das Übel vorprogrammiert. Oder Gott hat eigendynamische Gesetze erschaffen und er hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse. Also die Variationen sind Chance, Zufall. Im ersten Fall ist er nicht allgütig, wenn er das Übel vorprogrammiert hat. Und im zweiten Fall ist er nicht allweise und er ist nicht allmächtig, wenn er nur Gesetze erschaffen hat, Eigendynamik und keinen Einfluss auf die Ergebnisse hat. Und Darwins Lösung besteht jetzt darin, dass er auf den intelligenten Designer zur Erklärung der Lebensphänomene verzichtet. Die Naturgesetze reichen aus und erlauben konsistentere Erklärungen. Also durch die Naturgesetze, wir können zweckmäßiges, zweckwidriges und zweckloses erklären, leichter erklären, wenn wir annehmen, dass es da keine Planung gibt. Deswegen versteht er dann unter Natur die vereinigte Wirkung und Leistung vieler Naturgesetze und unter Gesetzen die nachgewiesene Aufeinanderfolgung der Ereignisse. Und gerade in diesem Naturgesetz lag jetzt die Stärke der Darwinschen Theorie. Sie kann mehr erklären als die alternative Lehre des Intelligent Design. Sie vermeidet die Probleme dieser Lehre und das Theodizee-Problem erübrigt sich. Das sind hier noch einmal die wissenschaftstheoretischen Vorteile. Und man kann sagen, die Revolution von Darwin besteht auch in den philosophischen Grundlagen der Biologie. In der Idee einer Teleologie ohne Telos und man könnte sagen, in einem methodologischen Agnostizismus. Ja. Das ist aber weit entfernt von Jules Bridgewater Treatise, der als Zitat vorne draufsteht. Darwin selbst schwankte in seinen persönlichen religiösen Überzeugungen, Theismus, Unglaube, Agnostizismus. Er schreibt einmal in einem Brief von 1879, er scheint mir absurd daran zu zweifeln, dass jemand zugleich ein überzeugter Theist und ein Anhänger des Evolutionsgedankens sein kann. In meinen extremsten Schwankungen war ich nie Atheist im Sinne der Leugnung der Existenz eines Gottes. Das Mysterium vom Anfang aller Dinge können wir nicht aufklären und ich jedenfalls muss mich damit zufrieden geben, Agnostiker zu bleiben. Was Darwin nicht gemacht hat, er hat nicht den Anspruch erhoben, die Entstehung der allerersten Lebewesen oder der ersten mentalen Eigenschaften oder Fähigkeiten zu erklären. Das ist für ihn aber kein Einfallstor für den Rückgriff auf eine intelligente Erstursache. Aber er wurde instrumentalisiert durch die Materialisten und Monisten im 19. Jahrhundert, durch Ludwig Büchner, Karl Vogt, Ernst Haeckel. Darwin hat stets die große Bedeutung der Religion für den moralischen Fortschritt hervorgehoben, vor allen Dingen in seinem Werk Die Abstammung des Menschen. Er hat sich auch in der Öffentlichkeit nie negativ über Religion geäußert. Aber die Frage der Existenz Gottes bleibt davon unberührt. Also wir finden hier auch so richtig so Zitate, die gut aus der Bibel entnommen sein könnten. Oder hier würdigt er die Leistung von großen Gesetzgebern, Stifter wohltätiger Religionen und großer Philosophen und wissenschaftliche Entdecker, die durch ihre Arbeiten in weit höherem Maße zum Fortschritt der Menschheit beitragen, als durch das Hinterlassen einer großen Nachkommenschaft. Abschließend noch ein Blick auf eine Rezension von 1860. Das hat sich bewahrheitet, was der Oskar Peschel 1860 schreibt.
In den kritischen Berichten der englischen Blätter herrscht bisher nur die eine Stimme, dass Darwins Buch wahrscheinlich eine so ungeheure Umwälzung in den naturgeschichtlichen Wissenschaften zur Folge haben werden, wie Sir Charles Lyells Auftreten für die Geologie hatte. Vielleicht wird man denn auch bald von einem darwinschen Naturgesetz reden, wie man es in Bezug auf die Lehrsätze Newtons, Keplers und anderer getan hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.